Willst du nicht? Okay, dann mach Anruf. Ich will hier so ein bisschen. Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, jetzt hatten wir schon wieder so eine Mini-Pause, weil ich es mit Homeschooling und so irgendwie nicht auf die Reihe kriege. Aber heute habe ich mir die Izzy geschnappt, weil wir wollen heute ein Video drehen, das wir auch auf ihrem Kanal tatsächlich gedreht haben letzten Sonntag. Und zwar zeig mir das Letzte auf deinem Handy. Und ja, ist jetzt mal so ein bisschen was anderes, aber vielleicht gefällt euch das auch. Und ich habe jetzt hier... stelle die Fragen. Genau, die Isabel hat sich die Fragen ausgedacht und ich habe hier mein Handy. Übrigens, nee, du hast ein anderes. Ich habe die Handyhülle aus der Isabel ihren Merch drauf. Die von natürlich. Und in meiner genau, wenn euch die gefällt. Und das ist gerade die Spring Edition, also perfekt für den Frühling. Okay, also gut, wenn euch das gefällt bei euren Kindern, ich verlinke euch das mal. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf die Fragen und ich brauche meine Brille auf jeden Fall. Schon ein bisschen gespannt. Schon was anderes, wenn man selber gefragt wird, ne? Also, ja, aber selber immer hinter der Kamera. Schreibt mal in die Kommentare bei dem einen oder anderen, ob es da bei euch auch was Witziges gäbe. Also, ich meine, jetzt warten wir erstmal die Fragen ab. Dein letzter Chat. In WhatsApp? Ja. Oh, okay, mein letzter Chat. Ich glaube, den habe ich sogar gesehen. Eigentlich ist der von... Also mein letzter Chat ist von Me and I. So. Aus der Flohmarktgruppe von Me and I. Ein Kleid. Ich bin immer auf der Suche nach einem Schnäppchen. Also ihr wisst ja, ich war Me and I Beraterin. Und ich bin aber noch in der Flohmarktgruppe drin und die ist immer recht aktiv. Ich habe selber auch noch so ein paar Sachen, die ich da ja, mal reinstelle. Ja, kommen mir da 50 Nachrichten und du bist gar nicht. Du sollst die mal stumm schreiben. So, deine letzte DM auf Insta. Oh, meine letzte DM auf Insta. Also, nicht Hauptordner, das andere. Ich krieg überhaupt keine direkten Nachrichten auf Instagram. Auf deinem Kanal, nicht auf meinem. Ja, ich weiß schon, aber ich krieg überhaupt keine. Doch, safe. Außer, dass ich dich in der Story markiert habe. Nein, bei den allgemeinen. Oh, okay, ich weiß schon, das war total lustig. Und zwar war das von der Patricia von Moms Blog. Hallo Patricia, wenn du das hier siehst, ist ein super toller Blog. Und es ist total witzig, also eigentlich ist es total creepy. Und zwar hatte sie in ihrer Story, warte mal schnell, hat sie so eine Anzeige gefunden, dass ein Vampir... anbietet, also jetzt ohne Scheiß, war wirklich so, vielleicht finde ich das, dann packe ich euch das hier mit rein, hier. Dich auch zum Vampir zu machen. Also total, ich muss mir das unbedingt nochmal raussuchen, dann poste ich es hier rein. Übrigens war das ein Kommentar auf dem Blog von Patricia, den Blog verlinke ich euch unten nochmal in der Infobox. Dann habe ich so einen weinenden Smiley geschickt. Wir lachen. Dann habe ich so einen lachenden Smiley geschickt. Den da. Und sie hat geschrieben, bekloppt. Und ich habe zurückgeschrieben, absolut bekloppt. Und jetzt hat sie noch geschrieben, ich frage mich, ob sich da je jemand gemeldet hat. Ja. Also, das war meine letzte... Okay, was hast du zuletzt gegoogelt? Oh. Oh Gott, das könnte peinlich sein. Mama? Ja, ich schon. Wie sieht man das dann? Geh jetzt auf Google. Du suchst Google. Mama, lösch jetzt aber nicht deine Tab. Du gehst hier. Dann auf. Ich bin zu alt für sowas. Schau dein Google. Okay. Zuletzt gegoogelt. Die brennende Kammer. Das ist ein Buch. Hör mal auf jetzt. Also, ich habe. Wohnung kaufen? Welches Haustier passt zu mir, teste dich, das habe ich. Das hast du gemacht. Warum willst du ein Haus bei uns suchen? Ich interessiere mich immer für Immobilien. Ja, aber immer müssen wir auch umziehen. Ja klar, ich suche immer nach dem perfekten Haus. Wir ziehen bald um. Nein, wir ziehen nicht um. Oh Mann. Also nochmal, ich habe den Kids Brand Store gegoogelt, weil ich da eine Anzeige auf der Isabel im Instagram gemacht habe. Dann habe ich die brennenden Kammern gegoogelt, ob das die Bewertungen für ein Buch. Und ich habe, die Isabella hat gegoogelt, vegetarische Terrariumtiere. Ja, wir haben doch darüber gesprochen. Ich will ein Tier. Und sind Laubfrösche Vegetarier? Ja, ich will einen Frosch, aber okay. Nein, das ist hier nicht.
Also. Okay, dein letztes Foto. Oh. Oh, bitte nicht. Na, guck mal. Bild von mir, oder? Ja, ein Bild von der Easy von unserem, bei unserem Mittagessen heute. Sweet. Dein letztes Video. Mein letztes Video ist auch die Isabelle. Nein, das dürfen die doch noch nicht sehen. Ist doch noch nicht online. Doch, ach so. Das war ein Reel, das wir gedreht haben. Eisen essen und gleichzeitig abnehmen. Genau. Deine Wecker. Ich habe Wecker falsch geschrieben. Ich habe Wecker. Okay, Wecker. Meine Wecker. Das ist 11.000. Wo sind die denn überhaupt hier? Aber da sind sie doch schon. Wecker. Meine Wecker sind total langweilig. 5.30 Uhr, 5.40 Uhr, 6.30 Uhr, nochmal 6.30 Uhr, 7 Uhr. Ach, du benennst die ja gar nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass man die benennen kann. Ja, guck mal. Du gehst hier auf Bearbeiten, dann da drauf und dann Beschreibung und dann zum Beispiel... Heute ist ein Tumblr-Tag. Yay. Und dann, dann heißt dein Wecker Yay. Ah, das habe ich nicht gewusst. Aber das warum braucht man das? Ja. Für was? Dass du weißt, was heute ist. Geil. Deine drei meistgenutzten Apps. Bearbeitungs-App wahrscheinlich. Okay, meine drei meistgenutzten Apps. Meinst du das zum Bearbeiten? Nein, oder? Deine drei meistgenutzten Apps. Ich denke Insta, oder? Instagram auf jeden Fall, YouTube und meine Outlook-App. Würde ich jetzt das sagen, also meine E-Mails. Okay, blenden wir es mal hier ein. Genau, blenden wir es. 1, 2, 3. Deine wenig benutzten Apps. Auch 3, dachte ich. Was ich am wenigsten benutze? 3. Ich habe so viele, die ich überhaupt nicht... Nee, die benutze doch. Tukabuka. Nee, das stimmt nicht. Ich habe welche, die ich noch weniger benutze. Was? Die Wasserwaage zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, warum die da drauf ist. Roblox? Nein. Und, Xenia? Die Europa-Park-App, weil die benutze ich definitiv nur im Europa-Park. Und Drive, oder? Drive. Ja, und Drive. Es sind viele, die ich eigentlich gar nicht benutze, aber... Okay, ja. Deine letzte Musik. Ich irgendwie bei Spotify. Oder da, wo du halt immer hörst. Ich höre so gut wie überhaupt keine Musik. Hörbücher meinte ich, ich habe mich verschrieben. Hörbuch. Genau, Hörbuch. Mein letztes Hörbuch ist... Da unten steht, Warcross. Das Spiel ist eröffnet. Ja, Warcross, das Spiel ist eröffnet. Genau. Das ist so ein Cyber-Krimi. Ja, genau. Ist gut. Dein letztes bearbeitetes Bild von deiner Lieblingsbearbeitungs-App. Oh. Also, Photogrid ist meine Lieblings-App. Ach, natürlich wieder mit. Ja, es ist natürlich wieder Isabel. Für Insta ich gucke jetzt nochmal. Also genau, da bearbeite ich meistens die Bilder. Ich zeig's euch mal. Das habe ich gestern gemacht, weil ich ein Video veröffentlicht habe. Veröffentlicht habe, genau. Genau. Okay, und jetzt deine meistgenutzten Emojis. Meine meistgenutzten Emojis, das sieht man ja gerne, wenn man drauf geht, oder? Ach komm, Mama. Den lächelnden, den lachenden, den Kuss. Den lachenden und den Wie langweilig. Soll ich dir meine zeigen? Soll ich dir meine mal zeigen? Okay, zeig mir deine. Den weinenden. Mit einer Träne, den und den Eingang. Okay, hast du noch eine Frage? Willst du noch was wissen? Deine Lieblings-Emojis. Meine Lieblings-Emojis. Meine Lieblings-Emojis, die sind, glaube ich, der da, der so... Meinst du der da? Der Und den finde ich auch ganz toll mit der Brille. So. Den und den mag ich auch gern, so tada. Was ist denn? Der bedeutet jetzt wahrscheinlich wieder was ganz anderes, als für was ich den benutze. Was ist das? Den benutzt man nicht als tada. Sondern? Ich zeig dir mal, wie man es meistens benutzt. Ich hab's wieder falsch. Mutti hat's wieder falsch gemacht. Ungefähr so. Ist stopp. Oh. Ich dachte, er heißt so tata. Ja, man benutzt sie meistens so. Okay, und auch gern mag ich den Dankeschön. Ja, und an der Stelle sage ich Dankeschön, das ist ein High-Five, dass du mich...
Quatsch, das heißt doch Dankeschön. Das sieht man doch, guck mal, die klatschen ein. Nein. Doch, guck doch. Das sind doch die gleichen Hände. Nein. Doch. Guck mal. Leute, das ist doch so Dankeschön. Also auf jeden Fall, ich sage Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und ich sage Dankeschön, dass du mich unterstützt hast. High five, kann ich da nur sagen. Schaut mal, wisst ihr, immer wenn wir GNTM oder so gucken, kommt der Rocky. Und der denkt sich jetzt wahrscheinlich jetzt schon. So, okay, dann komme ich halt jetzt schon. Genau. Also wie gesagt, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wir dachten einfach, wir drehen das auch für euch, weil uns hat das unwahrscheinlich viel Spaß gemacht auf Isis Kanal. Ich kann euch auch schon sagen, welches Video als nächstes kommt. Und zwar habe ich einen neuen Staubsauger. Wieder mal einen. Der fünfte? Ach, nein, ist der siebte. Kann ich jetzt gehen? Das klingt wie gezwungen. So kann ich gehen. Und da gibt es ein Video drüber. Und ich mag Staubsauger nicht. Tschüss. Wie gehst du jetzt? Ja, und nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Gebt einen Daumen nach oben und abonniert die Mama. Und?